In dieser Folge von The Last of Us Part 2. So, was sind die denn lautlos killen? Los, greif seitlich an! Fuck. Lauf, 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 Ellie, lauf! Na, hallo. Howdy. Ein Gott? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Nein. Okay, ich glaube, die verfolgen echt noch die anderen Leute. Uh-oh. Leute, es hört nicht auf. Nee. Wir sind voll drin, voll drauf, die Nadel hängt. Und es geht weiter bei The Last of Us. Part 2. Und wir haben eben gerade gehört, er ist noch hier. Wer das wohl sein mag? Das könnte Tommy sein. Hier glitzert nichts mehr, keine Munition mehr, gar nichts. Nope. Gott, es geht weiter. Es ist auf jeden Fall so spannend. Noch einer. Aber der ist eingesperrt scheinbar. Ja, aber die nicht. Lauf, lauf doch, Ellie! Ach, übel. Oh. Scheiße! Oh, übel, ey. Hat sie nicht ihre Maske hinten drin oder sowas? Ah ne, die hat ja, Dina. Wow. Scheiße. Ja. Fuck, ey, ja. Alter, was ist denn da los gewesen, ey? Die habe ich ja gar nicht, die habe ich ja noch nicht mal gehört. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen die echt mehr ablenken mit diesen... Mit Stein und sowas und die dann lautlos killen. Los, greif seitlich an! Fuck. Lauf, 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 Ellie, lauf! Uff, Alter. Riesenuff. Uff. Ah, oh. Mein Gott! Alter, Leute, ich, was ist denn hier los, ey? Das geht ja gar nicht. Wo geht's denn hier auch raus? Scheiße. Ja. Das war. Da war eine Treppe. Ich habe sie gesehen. Ich müsste aber, glaube ich, mal eher meine Fallen verwenden. Irgendwie so eine Sprengfalle oder ja, sowas. Ja, genau, wenn es so viele sind, ne? Mhm. Stimmt, mach das mal. Wenn die da jetzt gleich. Erstmal hier. Erstmal die. Ja, schmeiß sie da einfach mal hin. Jetzt. Yes. Das war aber nur Schockfalle, ne? Ja. Weiter, weiter, weiter. Ich schmeiß mal Molotow. Oh yes. Fuck. Das war schon mal gut. Heil dich mal schnell. Oh, die Axt ist auch gut. Alter, an die Stelle möchte ich ja jetzt nicht sein, ne? Nee. So, bevor ich jetzt aber weitergehe, gucke ich hier nochmal. Ich weiß nicht, ob wir uns da so lange aufhalten sollten. Das war noch hier. Ne, den Baseballschläger gebe ich nämlich nicht, nein. Die Musik wird schneller. Da lag noch was. Wow, 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 ey. Hier ist ein Eindringling. Ja, scheiße. Verdammte Scheiße. Alter, ich glaube, wir sind mitten in deren Gebiet, ey. Ja. Wir sind quasi deren Wohnzimmer eingefallen. Ja, aber... volle Karacho, ey.
Du hast auch noch 3 von diesen Sprengfallen. Die kannst du ja, die muss man aber erst platzieren. Und bei den Leuten eben, glaube ich, hätte ich das zeitlich nicht geschafft. Ach, die muss man, okay. So, okay, hier liegt nichts mehr. Wo sind die denn? Hat er gesagt, lass sie oder lass ihn nicht entkommen? Lass sie. Sie. Aber es kann natürlich auch Mehrzahl sein, ne? Ja, ja. Weil die sind ja auch nicht gerade nicht wirklich bei mir. Und ich habe ja auch keine Möglichkeit, zu denen zu gehen. Nein. Okay, ich glaube, die verfolgen echt noch andere Leute da. Ne? Raus. Oh. Was zur Hölle machst du hier? Oh. Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Ich wollte noch mal gucken, ob hier noch was ist, aber ich glaube nicht. Da haben wir gedacht, dass wir endlich Tommy gefunden haben. Dann ja. Ist es Glenn. Vielleicht in dem Haus? Ja. Aber er hat auf jeden Fall recht, dass wir hier weg müssen, ey. Das wimmelt ja nur so von denen hier, ey. Laura? Hey, bist du verletzt? Keine Antwort heißt mehr als das. Chris? Hey, was ist passiert? Los, sieh mal nach. Okay, brauche Deckung. Glaube nicht. Fuck, ey. Wieso macht Glenn denn nichts? So. Was zum Teufel ist los? Ellie! Hab die Schlüssel! Weg hier! Oh. Dann schnell. Ein volles Medikit. Steig ein! Boah, übel.
Alter. Scheiße. Ja, mach doch endlich hin, Mann, Glenn. Schieß, schieß, schieß. Oh. Alter, übel. Lebt die noch? Ja. Ah, seh kaum was. Heftig. Alles okay? Bin mir nie besser. Sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Dina! Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Ne? Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay.
Da sind wir Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Okay. Jetzt spielen wir wieder die junge Ellie. Willst du es probieren? Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Er meint doch das hier, ne? Ja. Will ich mal sagen. Nimm die Straße ins Visier. Versuch das Schild zu treffen. Wenn du es richtig wissen willst, versuch die Mitte des O's zu treffen. Du musst höher zielen. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Bitte, noch zwei. Lass dir Zeit. Erwischt. Ich mag das Teil. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht. Da hattest du eben gerade noch davor. Da. Hm? Da ist ein Wagen. Ja. Aber wo ist... Ach, da ist der Hirsch. Oh ja. Du hast Talent. Ich zähle ein. Noch mehr? Ja. Was dachtest du denn? Wunderbar. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich hier hingehen will. Beim Skilift. Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Unter den Gondeln am Turm, aber er guckt ja in die Richtung. Ach, da oben meint er, oder was? Oh. Keine Eile. Du kriegst das raus. Alter. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie im Spiel nachher relevant oder so. Versuch's nochmal. Das ist echt schwierig. Der Herbst liegt in der Luft. Recht schnell. Ja. Noch ein paar mehr. Ah, fuck. Hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. So eine schöne Ermutigung für den Spieler hier. Was? Ha. Gut gemacht.
Ach nee, sag nicht, dass noch einer. Das ist echt nicht schön. Da muss man echt jetzt mal gucken, wie da so die, der Abstand ist. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Ja, irgendwie scheint da was im Magen zu sein, ne? Okay. Gehen wir. Ja. Okay. Irgendwie haben die was. Komm mit, Kleine. Probleme miteinander. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, naja. Zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon. Zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Du bist witzig. Im Musikladen geht's darum. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Hilfe? Hab schon. Natürlich geht es ja nicht so weiter. Gehen wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt?
Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Hab ich mir schon fast gedacht, weil man da so ins Fenster reingucken konnte. Hey. Kommt er mit? Ja. Ach, verdammt. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Hier findet man schon Items. Hat das was Gutes zu bedeuten? Siehst du was? Ich suche. Ich glaube nicht. Gerade wenn da Flaschen und dergleichen liegen. Bevor ich Joel reinlasse, gucke ich lieber nochmal. Oh, ein Medikit, übel. Das wird echt übel noch hier. Wobei, ich glaube, nach der Szene mit, wo Glenn, also Jesse, zum Schluss kam, kann mich jetzt erstmal nicht so schnell was schocken hier. Ja, das stimmt. Na hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Gern geschehen. Den kann man doch bestimmt zur Seite schieben, Joel. Oh. Er liegt hier. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Na, besser ist das auf jeden Fall. Also er hat da nicht ganz Unrecht mit. Dass ja. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Tina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Ah. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Oh, hier kommt man auch noch durch. Ja, ich würde mal sagen, hier muss man auf jeden Fall mal Putzmittel, also schimmelt hier ein bisschen, ist kein Besuch wert. Das bekommt von uns leider 0 von 5 Sternen, das Zimmer. Aber ihr könnt das Video nach oben liken und wir sehen uns in der nächsten Folge. So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't, if you haven't, if you haven't.